Heute zeige ich dir, wie ich eine zerstörte Imbissbude baue. Wie immer fange ich mit einer Skizze an und dann schneide ich eine Grundplatte von etwa 10x10 cm aus, weil die passt ziemlich gut auf das Spielfeld von letzter Woche. Rolltore sehen cool aus und der Besitzer hat die vielleicht runtergemacht, damit einfach niemand einbricht. Ich dachte, die passen da gut hin. Die bestehen im Endeffekt aus Wellpapier, das ich noch eingeschnitten habe, damit es so aussieht, als ob Lamellen anfangen abzufallen. Daneben klebe ich eine Lampe aus Gips, weil jeder hat eine Lampe an der Haustür. Das ist die zweite Hauswand, wo der Besitzer der Imbissbude die Kunden bedienen kann. Hier markiere ich jetzt, wo die Wände stehen und wo die eingestürzten Wände sind. Ich schneide hier die Wände im 45-Grad-Winkel an, damit die nachher gut zusammenpassen. Hier baue ich jetzt die Überreste der zerstörten Wände. Jetzt klebe ich alles mit viel Holzheim zusammen. Jedes Haus braucht ein Dach. Hier schmiere ich jetzt ein bisschen Holzleim auf die Wände, um da vielleicht die Textur mit zu verändern. Mal gucken. So, zurück zur Lampe. Da ist ein Rohr und da kommt ein Kabel raus, was dann zur Lampe führt. Ich dachte, das sieht vielleicht ganz schnieke aus. Hier breite ich die Wandrisse auf das Dach weiter aus, damit alles stimmig aussieht. Jetzt weiter mit den Trümmerteilen. Erstmal habe ich angefangen, Schaumpappereste als Überbleibsel der Decke da zu drapieren. Hier fülle ich jetzt nochmal Spalten mit Holzleim auf. Zurück zum Schutt. Ich bedecke jetzt hier den Boden komplett mit Holzleim und dann streue ich ein paar zerbrochene Gipsplatten darüber und danach Sand in verschiedenen Größen. Das Ganze versiegel ich dann unter einer Schicht dünnem Holzleim.
Hier versiegele ich eben die Unterseite nochmal, damit das Ganze nachher nicht schüsselt. Jetzt ist auch Zeit zum Aufräumen. Und jetzt kann ich anfangen zu malen. Meine erste Farbschicht ist graues Gesso. Und meine zweite Farbschicht ist auch graues Gesso. Jetzt das Ganze einmal trocknen. Hier male ich die Rolltore mit einem selbst zusammengemixten Türkis an, weil das cool aussieht. Da klebe ich nochmal ein imperiales Propagandaposter auf, weil warum nicht? Jetzt geht's weiter mit Gunmetal. Ich tupfe das hier auf, um abgeplatzte Farbe nachzuahmen. Jetzt mache ich das gleiche nochmal mit Braun und Orange, um Rost zu simulieren. Hier behebe ich schnell nochmal ein paar Farbfehler. Und jetzt überschwemme ich alles mit schwarz-braunem Wash. Und danach habe ich alles nochmal in zwei Grautönen trocken gebürstet. Und ein wenig Gunmetal wiederhergestellt. Um etwas Farbe zu etablieren, habe ich hier und da verdünntes Hellbraun aufgetragen. Als letztes Detail füge ich mit meinem Airbrush einen Leuchteffekt hinzu. Für das ausströmende Licht benutze ich ein sehr helles Gelb und um die Lichtquelle hervorzuheben, male ich sie nochmal mit purem Weiß an. Und hier ist die fertige zerstörte Imbissbude. So, ich hoffe, du konntest etwas lernen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Like und ein Abo dalassen würdest. Tschüss, bis zum nächsten Mal.